Du bist Einsteiger. Du hast es satt, immer nur gegen deinen besten Freund spielen zu müssen, der keinen Bock mehr hat, dieses Spiel mit dir zu spielen. Du willst dich neuen Herausforderern stellen und atemberaubende Abenteuer erleben, von denen du deinen Enkeln erzählen kannst. Dann bist du bei unserem Sponsor bestens aufgehoben. Die heutige Episode wird euch präsentiert von... Ihr habt doch nicht ernsthaft geglaubt, dass ich so unverschämt eine Platzierung am Anfang dieses Videos setzen würde. Dann seid ihr hier genau richtig. Turniere sind für die meisten in freier Wildbahn natürlich anzutreffenden Yugi Sapiens kein Fremdbegriff. Aber es gibt sicherlich den ein oder anderen Zuschauer, der sich noch nie auf ein Turnier gewagt hat. Und genau für die machen wir das hier. Und übt bitte kein Verdruss, meine eingefleischten Spielerkumpanen. Ihr wusstet von Beginn an, worauf ihr euch bei diesem Video eingelassen habt. Für alle, die sich für Sneak Peek Style Events interessieren, wir haben bereits ein Video dazu gemacht. Was brauche ich für ein Turnier? Ein Deck. Ja, ein Deck. Das ist schon etwas Gutes. Man kann es in eine Deckbox tun, einhüllen, damit spielen oder mischen. Und wenn man sogar ganz kreativ sein möchte, kann man damit auf ein Turnier gehen. Aber nein, so wäre das Ganze ja zu einfach. Nein, stattdessen tauchen sie mit ihren kaputten Karten und ohne Hüllen auf. Mit Proxys, verbotenen Karten, unterschiedlichen Hüllen, Uno-Karten oder noch besser, gar keinem Deck. Und wieso das Ganze? Weil sie nicht vorbereitet sind. Neben dem Deck braucht ihr noch Geld. Wie viel genau? Das kommt drauf an was für einem Turnier ihr teilnehmt. Eine Spielmatte ist nicht verpflichtend. Wichtig ist es aber, dass ihr einen Würfel dabei habt. Das ist das wohl vielseitigste Utensil, das ihr auf ein Turnier mitbringen könnt. Ihr könnt auch gerne mal in das Einsteigerhandbuch von Yu-Gi-Oh! Schauen. Da stehen die wichtigsten Dinge drin, die man so zum Spielen braucht. Außerdem kann es sein, dass ihr eine Deckliste mitbringen müsst. Was ist eine Deckliste? Da schreibst du auf, welche Karten du wie oft in deinem Deck spielst. Und du schreibst da deinen Namen drauf, damit die Leute nachher wissen, dass es deine Liste ist. Und natürlich deine Spieler-ID. Wo bekomme ich eine Spieler-ID? Direkt auf einem Turnier. Du musst eine Spieler-ID besitzen, damit du an offiziellen Turnieren teilnehmen darfst. Vielen ist der Begriff Cossi noch geläufig. Hier, ich habe noch so ein altes Ding. Ziemlich durchgenudelt. Die neueren Spieler kennen wohl eher KCGN. Das sind die neuen Spieler-ID-Karten. Wenn ihr zum ersten Mal auf einem Turnier seid, bekommt ihr automatisch so eine Karte vom Veranstalter ausgehändigt. Und nein, ihr braucht die Karte physisch nicht immer dabei zu haben. Solange ihr eure Nummer kennt, reicht das für eine Turnierteilnahme. Welche Turniere gibt es eigentlich? Es gibt lokale Ladenturniere, die meistens wöchentlich in einem Kartenladen eures Vertrauens stattfinden. Die nennt man Locals. Dort bereitet man sich auf größere Turniere meist vor. Testet Decks aus, verbannt einige Seelen ins Reich der Schatten und hört sich um, was gerade sonst noch so angesagt ist. Meistens sind es so 10 bis 50 Spieler, die auf einer Locals teilnehmen. Eine Deckliste wird für Locals nicht benötigt. Der Eintritt auf Locals variiert zwischen 3 bis 8 Euro. Je nachdem, wie der Ladenbesitzer den Preispool gestaltet, das kann er selbst relativ frei bestimmen. Für euer Eintrittsgeld bekommt ihr meistens einen Booster und könnt durch gute Platzierungen weitere Booster gewinnen. Das ist übrigens eine der wenigen Möglichkeiten, wie ihr legal an Turnierbooster von Yu-Gi-Oh! Kommen könnt. Dann gibt es Regionals. Das ist ein Turnier, das ein- bis zweimal pro Saison in eurem Laden als Regionalmeisterschaft stattfindet. Dort gewinnt die Top 8 eine Spielmatte zum aktuellen Hauptset. Zum Beispiel diese Appaloosa-Spielmatte, die es nach dem Release von Rising Rampage gab, bis sie durch die Chaos Impact Matte ersetzt worden ist. Die Top 4 bekommt noch eine hübsche Deckbox dazu. Heutzutage sind das diese abgefahrenen Tower. Ich habe noch so eine klassische, kleine von damals. Übrigens gibt es auch Qualifikationen, die für die Europameisterschaft ausgeteilt werden. Auf anderen Kontinenten heißen die natürlich nicht Europameisterschaft, sondern haben alle ihren eigenen kontinentalen Namen. Für jeden 8. Teilnehmer gibt es eine Qualifikation, die vom ersten Platz absteigend verteilt werden. Wenn jemand eine Qualifikation bereits besitzt, wird diese an den nächsten runtergereicht, der keine Qualifikation hat. Auf einer Regional nehmen meistens 20 bis 150 Spieler teil. Auf einer Regional ist eine Deckliste verpflichtend. Übrigens, für so gut wie jede Regionals müsst ihr euch voranmelden. Ansonsten kann es sein, weil ihr ohne Voranmeldung zum Turnier kommt, dass ihr gar nicht dran teilnehmen könnt. Also kommt vorbei oder ruft vorher beim Veranstalter an, bevor ihr blind drauf loslegt. Ich habe euch übrigens viele nützliche Links in die Beschreibung gepackt. Der Eintrittspreis ist relativ statisch für Regionals. Entweder liegt er bei 12 oder 20 Euro. Und dafür bekommt ihr dann 3 bis 5 Booster des aktuellen Hauptsets für die Teilnahme. Hier übrigens ein kleiner gratis Lifehack. Konami bewertet Hauptset-Booster mit 4 Euro. Das heißt, wenn ihr das Eintrittsgeld zu einem offiziellen Konami-Turnier wisst,
dann könnt ihr euch auch direkt daraus ableiten, wie viele Booster ihr für den Eintritt bekommt. Und Schnitt! Das Thema Turniere ist vielfältig. Und wie ihr es schon am Titel erkannt habt, wollte ich erstmal die Einsteiger abholen und erklären, wie diese zu ihren ersten Turnieren in ihrer lokalen Umgebung kommen können. Ich werde eine kleine, dreiteilige Miniserie rund um das Turniersystem in Yu-Gi-Oh! Machen. Und beim nächsten Mal knüpfen wir hier für die fortgeschrittenen Spieler wieder an und expandieren turniertechnisch auf die internationale Ebene. Ihr kennt den Drill. Lasst mir 1000 Likes unter diesem Video und wir zünden die zweite Stufe dieser Miniserie. Dankeschön. Bitteschön.